Die großen Aktienindizes stehen nah an einer Klippe. Es darf es keinen bärischen Impuls mehr geben, ansonsten trübt sich das charttechnische Bild mittelfristig doch stärker ein. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net. Ja, sofort der Hinweis wieder, Gewinnspiel. Heute findet am Ende des Videos wieder die Auslosung statt. Wer in den nächsten Lostopf hinein möchte, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, ein Like da lassen und einen Kommentar verfassen unter dieses Video. Und ihr seid automatisch im Lostopf für die nächste Auslosung in genau einer Woche mit dabei. Aber kommen wir mal zum Marktgeschehen und diesem leicht verkürzten Wochenausblick. Ich bin ja etwas spät dran, aber mein Gott, bei dieser Volatilität kommt man sowieso an Schwitzen am Markt und da ist es egal, wann man hinschaut. Man schwingt sowieso auf und ab und die nächste Woche wird nicht weniger spannend. Sie sind extrem politisch getrieben von der Geopolitik, Russland-NATO-Konflikt und auch am Wochenende wieder, jetzt auch die Wochenend-Futures, was für Bewegungen drin sind. Jetzt wieder anscheinend mal ein Krisentelefonat mit Macron und Putin, gleich wird die Future hochgezogen, aber letztendlich die Maximalforderung wieder von Putin, dann ja im Osten der Ukraine, ihr wisst es ja selbst aus den Nachrichten, verschärft sich die Lage und es droht vielleicht wirklich ein größerer Krieg, obwohl ich es mir persönlich gar nicht vorstellen kann, weil es eigentlich keinen Gewinn auch nicht auf russischer Seite geben kann. Aber diese Unsicherheit, ja, dann kommt man eben in Schwitzen. Diese Unsicherheit treibt uns und diese Unsicherheit belastet die Indizes, die jetzt wirklich an wichtigen charttechnischen Marken sind. Darf es keine negativen Impulse geben. Schauen wir uns gleich in der Chartübersicht genauer an. Aber auch geldpolitisch sind wir natürlich geprägt. Der große geldpolitische Umschwung ist ein bisschen Hintergrund geraten, aber der inflationäre Druck ist groß und die Konjunktur schwächt etwas ab. Stagflationssorgen nicht herbe an den Haaren herbeigezogen. Und auch die EZB spricht mittlerweile von Zinserhöhungen. Vor wenigen Wochen absolut ausgeschlossen. Jetzt sind Zinserhöhungen sogar im Herbst schon möglich. Also die geldpolitische Wende, die jetzt im Hintergrund geraten ist, die Märkte eigentlich nachhaltig belasten kann, wird, oder definitiv belasten wird, wird ein bisschen durch die Geopolitik zurückgedrängt. Aber das sind eigentlich zwei ganz große Belastungsfaktoren, die wir haben. Und mal sehen, ob die Indizes nun ja nicht von der Klippe springen, sondern nochmal nach oben abziehen können, weil es vielleicht doch irgendeine Aufhellung geben kann, gerade im Konflikt Russland und der NATO. Die vergangene Woche, ja, es war ein volatiles Wechselbad der Gefühle. Aber so letztendlich, wenn wir Wochenausblick zurückschauen vor einer Woche, ne, da haben wir ja große Erholung gesehen und dann abgeprallt sind wir an den Konsolidierungszielen. Das war der Weg relativ offen, dass wir nochmal Richtung Jahrestief laufen müssen, um dort im besten Fall eben nur einen Doppelboden aufzugreifen. Mal sehen, wir sind jetzt, beziehungsweise die US-Indizes, aber auch der DAX sind jetzt nochmal Richtung Jahrestief gelaufen. Dort muss man sich auffangen, ne? Sonst gehen übergeordnete bärische Formationen, werden sonst aktiviert. Dort muss man den Doppelboden finden. Mal sehen, wir haben kaum noch Sicherheitspuffer und die großen Formationen, die wir eben im Februar ausbilden sollten, ja, nächste Woche ist der Februar fast abgeschlossen. Die sind auch eben auch fast vor der Aktivierung. Die müssen nicht größer werden. Sie können auch etwas größer werden, aber im bärischen Fall sind sie jetzt fertig und somit, ja, es braucht jetzt die bullische Kraft, die bullische Gegenwehr. Das Umfeld ist mies, aber vielleicht gibt es eben in einem ganz miesen Umfeld doch den Lichtblick und dann könnte es eben auch einen Short-Squeeze geben, aber es muss eben diesen Lichtblick geben und politisch gesehen, überall Maximalforderungen, keine Kompromisse werden eingegangen. Man kann nur hoffen, es ist sehr hohe Unsicherheit im Markt und ja, manchmal empfiehlt es sich dann, diese Unsicherheit einfach mal ein bisschen abzuwarten. Was haben wir denn die Jahrestief bzw. die Jahresperformance? DAX über 5% nach unten, der S&P fast 9%, der Dow Jones 6% nach unten, der Nasdaq über 14% nach unten, also dunkelrot, auch der Monat Februar dunkelrot. Nasdaq allein im Februar minus 6%, obwohl man ja im Januar schon so groß verloren hat, aber Gegenbewegung wird momentan einfach nicht zugelassen. Jahrestiefs im Blick, Doppelboden, Jahrestief, alles gut, ne? Muss nicht aktiviert werden, aber wir haben zumindest die Chance für eine große Erholung, durchrutschen und wir haben große bärische Formationen dann aktiv.
Übergeordnet, das zeige ich ja zu gerne hier im Wochenausblick, mal die großen Chartbilder auspacken. Übergeordnet kommen wir von der stärksten und längsten Hosse, die es jemals gab an der Börse. Das darf man nicht vergessen. Und diese Hosse ist rein technisch gesehen noch aktiv. Ja, das sollte man übergeordnet nicht vergessen nach all diesen negativen Umfällen, diesen Nasdaq 14% runter. Übergeordnet ist das alles in Ordnung. Das zeigt auch der Buffett-Indikator, der im die BIP-Entwicklung zur gesamten Marktkapitalisierung gegenüberstellten. Da sind wir auch historisch teuer gewesen. Ne? Nach Buffett waren wir historisch teuer, noch deutlich teurer als so Dotcom-Bubble. Und jetzt haben wir einen kleinen Rücksatz, aber wirklich im übergeordneten Bild macht das nicht viel aus. Das sollte man im Hinterkopf nicht vergessen. Ne? Ich zeige euch dann auch gleich mal die Quartalschart, ne? Dass wir gerade mal vor Quartaltiefspunkte erreicht haben. Also das übergeordnete Bild. Da haben wir eigentlich im Sinne der Bullen, es ist gar nichts passiert, ne? Wir sind ja noch super im Trend. Im Sinne der Bären vielleicht sagen, ja, das ist ein Mini-Rücksetzer, den wir sehen. Warte mal ab, wenn wir richtig zuschlagen und die geldpolitische Wende massiv kommt und zugleich wir einen neuen Kalten Krieg gegenüberstehen, ja, dann ist das vielleicht gerade die Top-Bildung, die wir haben. Die übergeordneten Formationen sind fast fertig. Sind wir erst eine Top-Bildung und danach kommt nur das ganz dicke Ende, kommt erst noch. Ne? Also nach das große Bild, Marktbewertung, ja, gerade US-Indizes und dort auch der Wachstumsbereich, ja, die sind nicht günstig geworden durch diese Abwärtsbewegung. Im Gegenteil, die sind immer noch relativ teuer unterwegs. Wir schauen nochmal auf die Termine der nächsten Woche. Wie gesagt, wir sind politisch getrieben, definitiv politisch getrieben. Allein die Wochenendfutures zucken hin und her, jede Schlagzeile. Es geht nur um die Schlagzeilen, gar nicht mehr um den Wirtschaftskalender, den ich euch ja zeige. Und das ist äußerst politische Börsen, die Volatilitätsindizes sehr hoch. Ach, da muss man einfach etwas abwarten am besten. Das ist nicht die Zeit, wo man in einer engen Handelsspanne seine Punkte holt. Dort wird eher das Stop-Loss geholt. Da ein bisschen Geduld. Wir haben Freitag, wir haben einen Feiertag am Montag für die Wall Street. Ja, die sind morgen nicht dabei. Die Amis, der DAX ist quasi alleingestellt oder Europa. Die Future waren bestimmt gehandelt. Aber die Wall Street ist geschlossen. Wir hätten 8 Uhr gleich die Erzeugerpreise. Aber wie ist denn das mit dem inflationären Druck? Etwas zurückgenommen, Erzeugerpreise, ne? Das Gewerbe, die dann gegebenenfalls die Mehrkosten weitergeben müssen an den Endkunden, an den Verbraucher und dann zugleich Verbraucherpreis wieder anheizen. Das kann schon ein wichtiger Punkt sein. Gibt es dort irgendein Zeichen der Entspannung? Könnte vielleicht die Kurse ein bisschen abseits der politischen Börsen festigen. Ansonsten die Frühindikatoren, die Einkaufsmanager-Indizes, die gemeldet werden, die hätten wir am Montag auch. Dort ist Komponente Preise auch sehr wichtig. Also die als Frühindikator geben schon mal, ja, komm jetzt endlich, kommt die Stabilität ein bisschen rein in der Lieferkette und Entspannung und damit auch der Preisdruck etwas zurück. Das werden die Einkaufsmanager-Indizes zeigen. Das werden die Erzeugerpreise zeigen. Also das ist schon mal ein bisschen der Blick auf die nächsten Inflationsdaten sehen wir eigentlich morgen. Mal sehen, ob es denn aufgegriffen wird aufgrund dieser politischen Unsicherheit. Dienstag hätten wir die IFO-Geschäftsklimaindex, natürlich auch wichtig. Ansonsten Mittwoch, Konsumklima dürfte nicht so dolle sein. Verbraucherpreise endgültig gibt es eigentlich auch keine Anpassungen mehr. Donnerstag, ja, endgültige BIP-Q4-Raten, USA vermutlich auch keine großen Anpassungen. Freitag, PCE-Kernrate, gibt es auch Inflationsdaten aus den USA, die werden natürlich spannend sein und natürlich persönliche Einkommen, Konsumausgaben. Wie wirkt sich die Sache denn mit der Inflation mittlerweile aus? Das könnte nochmal interessant sein, aber ansonsten über alles, es ist der Wirtschaftskalender, ne? Aber über alles steht letztendlich, sind die Schlagzeilen zur geopolitischen Lage und das haben wir vergangene Woche gesehen. Kommt irgendeine Schlagzeile über den Ticker, zuckt der Kurs teilweise massiv, teilweise um mehrere hundert Punkte. Und das ist das schwierige Umfeld, was wir haben. Außerdem der nächsten Woche sehr, sehr viele Notenbanksprecher der EZB, unter anderem EZB-Präsidentin Lagarde, aber auch viele Sprecher der Fed, der amerikanischen Notenbank, die vor die Kameras oder Mikrofone treten. Also auch von dieser Seite kann es durchaus können Impulsgeber den Markt beeinflussen. Ja, das ist ein bisschen der Blick auf die nächste Handelswoche. Die bleibt definitiv spannend. Ansonsten gehen wir gleich in die Shortbilder rein. Wie gesagt, es ist ein bisschen ein kürzerer Wochenausblick. Am Ende dann noch das Gewinnspiel. Da ziehen wir noch den Gewinner. Aber jetzt gehen wir mal hinein in die Indizes und beginnen hier nochmal, ja, mit der Jahresperformance. Die habe ich euch jetzt eigentlich schon eben gezeigt, wie DAX minus
5% steht noch mit am besten da, ist halt Value, ne? Und Wachstum jetzt im Growth-Bereich ganz unten. Warum? Naja, hatte ich euch schon mehrfach gesagt, das ist einfach kein Bereich mehr, der in einer inflationären Umgebung bei einer geldpolitischen Straffung ordentlich performen kann. Da geht es eher Richtung Value. Deswegen ist der DAX etwas der Outperformer, aber mit über 5% Minus trotzdem nicht so gut. Nasdaq minus 14%. Vergangene Woche hatte der DAX minus 2,5%, S&P 500 minus 1,6%, Dow 1,9% Minus und der Nasdaq 1,7%. Aber auch hier zu sehen, ne, gegebenenfalls ist das ja eine Chance für einen möglichen Doppelboden, der sich eben an Deutet, das ist die Chance, die sie jetzt aufgreifen müssen. Die Bullen ist die letzte Chance, denn übergeordnet ist dieser Doppelboden unter anderem eine rechte Schulter einer großen übergeordneten SKS-Umkehrformation. Schauen wir uns aber gleich an. Aber die Jahrestiefs, die wir jetzt getestet haben, die müssen verteidigt werden. Dann können die Bullen weiterhin hoffen, wieder ein bisschen in die Bahn zu kommen oder zumindest weiter seitwärts zu konsolidieren. Brechen wir da durch, trübt sich die Sache doch erstmals merklich ein und das mittelfristige Bild, ja, geht dann auch in den bärischen Bereich über, aber auch das übergeordnete Bild nochmal seit Anfang der 1990er Jahre. Wachstum ist immer noch outperformer. Ne? Hier ist Nasdaq 100, hier unten Dow Jones und S&P 500, der DAX underperformer. Das ist, als wir sehen jetzt 2 Monate Schwäche, fast 2 Monate Schwäche. Und dann gleich, das ist ja unglaublich. Aber zuvor haben wir eben seit 2009 eine extreme Hosse gesehen, die stärkste und die längste, die es jemals gab. Und eigentlich endet irgendwann jede Hosse mal. Vielleicht ist es ja jetzt soweit, ist jetzt die Notenbankhosse, so nenne ich sie letztendlich, weil sie die Notenbank aufgrund ihrer Liquiditätsflut diese Hosse so befeuert haben. Ja, und die drehen nun den Hahn nicht nur zu, sondern sie ziehen, möchten jetzt auch noch Liquidität herausziehen, und das im Eiltempo, richtig schnell, stark und schnell. Ja, und das ist dann schon, da muss sich die Notenbankhosse mal so richtig unter Beweis stellen. Und bisher ist hier im großen Bild nicht viel passiert. Ne? Growth-Bereich, okay, eine kleine Delle jetzt drinnen. Eine kleine Delle, minus 14% immerhin auf Jahressicht, aber übergeordnet hat man eben eine ordentliche, ich glaube, Nasdaq 100 während der Hosse 15.000%. Ne? Also, das muss man alles in Relation sehen. Und übergeordnet ist eben diese Divergenz immer noch offen von Value und Growth nicht geschlossen. Damals zur Dotcom-Bubble haben wir es geschlossen, nach 2 Jahren Bärenmarkt, auch hier zur Finanzkrise, also zumindest kurzfristig. Passiert dies hier auch? Eigentlich kann es nur passieren, wenn eben die Geldpolitik gar nicht mehr locker werden kann, weil eben die Inflation sich festsetzt und man sie immer weiter straffen muss, gar kein QE mehr gibt, im Gegenteil, sondern das ganze QE wieder rückabwickelt, das Tightening, und das ist dann, also das ist eine Herausforderung für Growth. Ich hab es euch bereits zum Jahreswechsel gesagt. Man sollte eher die Rallyes beim Wachstumbereich nutzen, um gegebenenfalls umzuschichten, weil sehr viele sehen ja Wachstum, dort gibt es die meisten Prozente, sind dort rein. Aber ich denke, Value könnte eine bessere Beimischung sein, dass man jetzt nicht nur auf die alten Klassiker hier setzt, die jetzt während der Hosse sehr gut gelaufen sind. Die können eben sehr schlecht laufen. Das haben wir bei Einzeltiteln schon gesehen. Da gibt es ja fast schon Totalverluste, die sich nie wieder erholen werden. Und dabei ist im übergeordneten Markt noch gar nicht so viel passiert. Also diese Divergenz ist noch offen. Diese Divergenz muss man beobachten, weil sie eben getütelt wurde aufgrund der lockeren Geldpolitik, und diese Geldpolitik wird nun anscheinend schnell und stark, ja, wird sie rückabgewickelt. S&P 500 schauen wir rein, die haben ja nun auch schon immer wieder dieses Bild hier, ja, präsentiert, diese linke Schulter, der Kopf und diese mögliche rechte Schulter, die wir im ersten Rutsch gesehen haben. Jetzt ist Zeit für eine rechte Schulter, habe ich gesagt, und diese Zeit haben wir, die Zeit können wir uns im ganzen Februar nehmen, das haben wir nächste Woche noch, dann ist beim Februar auch der Haken dran, und es ist eben durchaus viel passiert. Wir haben im Februar diese rechte Schulter ausgebildet, wir haben die Bewegung zum schönen Konsolidierungsziel am 61,8er-Retracement gesehen. Ich habe euch damals gesagt, als wir da hingelaufen sind, insbesondere als wir zweimal abgeprallt sind, ja, eigentlich wäre jetzt der Weg zum Jahrestief wieder drin, denn wir sind raus aus der Zeit, wo man sagt, okay, runter und zur V-Erholung zum Allzeithoch. Das ist vorbei, ne? Der Fed-Put ist weg. Es gibt immer die Stützung der Notenbanken. Wir brauchen Umkehrformationen. Umkehrformation, Doppelboden, ISKS-Formationen, und hier war eben der mögliche Doppelboden stand im Raum, und dass wir hier nicht durchrennen, sondern jetzt den Weg zum Jahrestief suchen, den haben wir vergangene Woche nun schon Richtung Jahreswechselende, Wochenschluss gesehen.
Und jetzt müssen die Bullen hier kommen. Ne? Die müssen jetzt hier versuchen, den Doppelboden aufzugreifen. Und dann zumindest hier, ich glaube ja nicht, dass wir hier in den Doppelboden aufgreifen, diesen aktivieren und damit die Tür zum Allzeithoch aufschlagen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir hier diesen aufgreifen können. Aber dass da eben hier drinnen schon bereits wieder in der Mitte vielleicht hier Konsolidierungsdreieck Wimpeln, ne? Hatte ich ja gesagt, dass das eher mein Favorit ist, dass wir uns hier in eine Seitwärtskonsolidierung Richtung Ende Februar dann bewegen und dann eben mal schauen, welcher Impuls die Sache dann auflöst. Und ja, letztendlich ist es so gekommen, wir haben die rechte Schulter ausgebildet, wir haben die Konsolidierung abgearbeitet, wir haben nochmal den Weg zum Jahrestief gesucht. Und damit ist eigentlich auch im bärischen Fall ist die Formation fertig, die SKS-Formation, Schulter-Kopf, Schulter-Umkehr-Formation. Ja, wenn wir im bärischen Umfeld sind und diese Formation aktiviert wird, kann es nun ab der nächsten Woche bereits interessant werden, wenn wir da durchrutschen, können wir eine große Formation hier in der Tat aktivieren, die umfasst ja 580 Punkte umfasst die. Gut, wenn wir hier durchfallen, ne, dann sind wir ganz schnell im Bereich 3800, ne, für den S&P 500. Wichtige Supportbereich 4220, 4170. Ne, da sollten wir nicht durchbrechen, diese Zone hier. Da wird es ernst. Dort ist dann die große SKS aktiviert. Ne, das sieht ja nicht mal aus wie Kurz-Stop-Loss-Fischen. Das ist dann schon Aktivierung. Und in dieser Dimension muss man im übergeordneten Bild durchaus davon ausgehen, dass man Richtung 3800 dann laufen kann. Also diese große Formation, die wir angeschaut haben, es wird spannend. Ne? Stehen an der Klippe. Springen wir oder können wir uns nochmal seitwärts retten? Seitwärts retten, da hätten wir hier die 4410, 4460, die 200 Tage, den könnte man dort als erste Erholungsbewegung hinlaufen. Darüber könnte man sogar wieder Richtung 4520 laufen. Das wäre die Seitwärtsspanne, die wir retten müssen. Nur nicht hier runter, bitte 4220, 4170 da durchbrechen und es wird richtig ernst. Diese Umkehrformationen sind fertig, die rechte Schulter ist fertig. Die Bullen müssen irgendwie, und das ist das Ungünstige. Normalerweise hätten wir die politischen Börsen, ich denke, wir könnten das wirklich noch gut halten in dieser Range, aber jetzt haben wir die politische Unsicherheit sind extrem Schlagzeilen getrieben und dadurch ist das komplett ja unsicher. Eine negative Schlagzeile, wir reißen den Schlüssel Support und dann kommen auch viele Verkaufsprogramme und da haben wir eine große SKS-Formation. Schauen wir uns dann natürlich auf tradingportal.net genauer an. Also momentan geht es darum, diesen Wimpel hier zu halten, den wir blau sehen. Ne? Der hätte eigentlich noch die nächste Woche, hat er diese Zeit eigentlich noch, dass wir uns dort halten können. Aber haben wir eine dumme Schlagzeile, dann ist vielleicht der Schlüssel Support unter Druck und wenn er unter Druck ist, muss er unbedingt halten. Also 4410, 4460, erste wichtige Widerstände. Ne? Dann kommt man da rüber, dann kann der Abwärtsdruck etwas herausgenommen werden. Dann gehen wir wieder 4520 zu den 100-Tage-Linien. Wirklich auffällen würde sich das Bild im S&P 500 erst oberhalb der 4600. Und das ist schon ein Stückchen Weg. Ne? Unterseite eben schon genannt. Da sollte bitte nichts passieren. Ne? Das ist die SKS-Formation, die man wirklich schon seit. Ja, die haben wir hier oben schon uns genauer angeschaut, dass hier die irgendwie, wir wüssten ja nicht, was es sein kann, aber dass hier eben der Rutsch kommen kann und dann, dass man hier dann vielleicht eine SKS-Formation ausbilden kann. Diese Formation, die wir jetzt schon so viele Wochen verfolgen, ist fertig. Sie ist fertig. Und im übergeordneten Bild, jetzt sind wir hier im S&P 500 Monatschart, jede Kerze ein Monat. Hier ist die Dotcom-Bubble, ne? Die hat man auch ordentlich korrigiert. Ne? Das war im Bärenmarkt mal 2 Jahre runtergelaufen, 50% runtergelaufen. Ne? Wie war der S&P 500 jetzt verloren? Ich hatte es gesagt, 8,5% auf Jahressicht. Das sind 50%, ein bisschen mehr, ne? Und dann hat man noch mal, ist man noch mehrere Jahre nach oben gelaufen, bis man dann das Vorkrisenniveau wieder hatte. Also es hat sich schon ordentlich hingezogen. Dann hier die Notenbankhäuser mit der Liquiditäts- und mit der ultralockeren Geldpolitik, die man befeuert hat. Von 666 Punkten sind wir gekommen, dieser historischen Haus, über 600% nach oben. Und dieses übergeordnete Bild darf man einfach nicht vergessen. Wenn man sagt, oh, du, kann man denn so abverkaufen? Das gibt es doch gar nicht. Ne? Viele erleben das vielleicht zum ersten Mal, einen stärkeren Abverkauf. Vergangenes Jahr hat mir nur beise Dips, da ne? Gab es ja gar nicht keinen Rutsch. Das war das unnormal. Das war nicht normal, ne? Dass man kaum einen Rücksetzer gesehen hat. Und hier im Monatschart
aktuelle Monatskerze, ja, eigentlich seitwärts, ne? Ist eine Seitwärtsbewegung, kein großer Rutsch. Und wir sind im Hossa-Aufwärtstrendkanal auf der Oberkante abgeprallt, aber eben noch nicht wirklich jetzt signifikant durchgebrochen. Ist das jetzt, was wir jetzt hier so schlecht sehen im Monatschart, das ist die SKS-Formation, die ich euch eben gezeigt habe. Ist das vielleicht eine Top-Bildung, also in Form ganz klassisch einer SKS-Formation, ja, dann kann das sein, dass das eben der Hinweis ist, hier kommt nun richtig was nach. Und wenn wir Pech haben, dann laufen wir über Pech. Es ist doch gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man auch mal den Aufwärtstrend wieder testet. Das wären dann über 20%, die man dann nach unten fällt. Und dann ist eben diese SKS-Formation, wäre dann eben die Einladung. Man darf nicht durchfallen. Hier 4200, die Ecke, die ich euch eben genannt habe, dort durchbricht. Dann ist hier die Top-Bildung eigentlich abgeschlossen mit einer schönen Umkehrformation. Und allein die Umkehrformation, die hat eigentlich Kraft bis hier 3800, das hatte ich euch genannt, ne? Das wäre das rechnerische Ziel. Aber selbst dann, wenn wir hier runterfahren, aktivieren 3800, vielleicht nochmal hier den Abschiedskurs, könnte man eine zweite Bewegung, dann eine zweite Welle hier runterlaufen. Das wäre fast schon ein schöneres Ziel, 3300. Die Ecke könnte, kommt auf die Zeit, wenn man hier bisschen mehr Zeit uns nehmen, dann kann man das direkt kombinieren auch, dass man hier runterläuft und dann diesen als Kombi Support dann sehen, die 3300 mit dem Aufwärtstrend. Das wäre ein bisschen die Variante, die müssten wir uns anschauen, wenn die SKS-Formation aktiviert wird, denn wäre das hier ein Doppel, wäre das hier ein Top in Form mit einer SKS-Formation, die hier erste Ziele hat, dort starke Gegenbewegung möglich, aber durchaus als zweite, dass dann noch die starke Gegenbewegung dann genutzt wird als Zwischenkonsolidierung und für eine zweite Abwärtswelle. Und dann hier unten wäre das ein gutes Ziel für eine große Korrektur, meiner Meinung nach, um hier, was wir hier allein geholt haben, während Corona, ne, das ist hier März Corona 2020, ne, da sind wir allein 120% nach oben gelaufen. Das vergisst man zu gerne bei den starken Anstiegsbewegungen. Also Vorsicht, wenn wir durchbrechen, Bereich 4200, 4170, da wird brenzlig, dort ist Top-Bildung aktiv, dort ist 3800 das erste Ziel, übergroße, große Formation, das ist jetzt Monatschart, das wäre eben das Ziel, dass man 3800 holt, dort nochmal eine starke Gegenbewegung sieht und dann kann man runterwandern Richtung 3300, was durchaus ein gutes Korrekturziel ist, da wäre noch gar nicht viel passiert, ne? Wenn ich hier mal Retracements drüber lege, dann müsste man eigentlich hier runterlaufen, dann müsste man eigentlich Richtung 1600 laufen. Das wäre eine saubere Korrektur. Ja, so analog wie bei den letzten Bärenmärkten sind wir noch nicht im Bärenmarkt. Das ist das gute Zeichen, dass wir überhaupt nicht mehr ansatzweise im Bärenmarkt sind. Wer jetzt schon schwitzt, der sollte sein Risiko ein bisschen überdenken, was er in seinem Trading eingeht. Es ist nicht viel passiert innerhalb der Hosse. Wenn viel passiert, analog Dotcom-Bubble oder Finanzkrise, das waren die letzten großen Bärenmärkte, dann kann es gut sein, dass man Probleme sogar Richtung 2000 fallen beim S&P. Ohne das zu beschreiben, ist bloß der Hinweis, ne? Wenn man das mal vergleicht mit anderen Bärenmärkten, wo wir ja nun aktuell nicht sind. Das, was ich hier eingezeichnet habe mit möglicher aktivierten Umkehrformation, das wäre bloß Test des Aufwärtstrends, ne? Da ist ja nichts passiert. Das, und hier bei MACD, der Trendfolger, der historisch hoch war, die gleitenden Durchschnitte wollen ja schon kreuzen und scharfes Kreuzen, das ist für mich immer, oh, da kriege ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Wenn sie so leicht kreuzen, ne? Das ist gerne mal ein Fehlsignal als innerhalb einer Seitwärtskonsolidierung. Aber kreuzen die scharf auf historisch hohem Niveau, dann wäre ich echt vorsichtig. Besonders wenn die jetzt so durchbrechen und das Top aktivieren, dann ist der MACD eigentlich auch dabei, hier schon ein großes Warnsignal auszusprechen. Also umso wichtiger, dass man den SKS-Formation nicht aktivieren. Wird die aktiviert, kippt der S&P 500 mittelfristig um und meiner Meinung nach ist dann dieses Ziel hier unten auf den Long Run wäre dies dann 3300 durchaus ein Plan. Aber hier, ihr seht es ja selbst, ne, das wäre ein Jahresziel. Das ist jetzt hier, was ich hier eingezeichnet habe, das ist das Dezember. Dezember, Januar wäre dieser Pfeile, ne? Im nächsten Jahr. Das ist ein Monat, schaut die Kerze, ein Monat. Aber das wäre dann durchaus aktiviert, dann hätten wir diese Top-Bildung. Mal weiter, ich rede mich hier schon wieder fest. Auch der S&P 500 hier nochmal im Quartal, schaut die Kerze, ein Quartal. Auch hier MACD, historisch hoch. Und wir hatten zuvor 7 grüne Quartalskerzen, 7 grüne Quartale am Stück. Jetzt haben wir ein rotes neben dem Vorquartal. Gar nicht viel passiert, aber auch hier 4300, 161, 8er Retracement, der von der letzten historischen Hosse, von der Dotcom-Bubble, die man ja bis zum 61, 8er Retracement hier damals korrigiert haben.
sind wir dort angekommen. Hatte ich euch vor, ich glaube im Sommer war das, habe ich das gesagt, wo wir hier angekommen sind. Jetzt könnte es schwierig werden. Im besten Fall wird es ein volatiler Seitwärtstrend hier in diesem Bereich. Wir laufen dann weiter, ähnlich wie hier, aber das waren auch schon ordentliche Schwankungen im Quartalschart. Das im besten Fall dann hier seitwärts Range und wir laufen dann weiter. Im bärischen Fall kann es gut sein, dass wir hier dann runterfallen mal wieder und da sind wir hier im 3000er Bereich und passt ja vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich es eben eingezeichnet habe. Also das ist umso wichtiger zu zeigen, dass mir im übergeordneten Bild einfach nicht viel passiert ist. Ne? Hier ist Beginn der Notenbank-Hosse. 666 Punkten. Hier kam Corona auf. Wir haben sieben grüne Quartalskerzen, sieben Quartale mit Gewinn am Stück absolviert. Jetzt haben wir eine rote neben der Vorquartalskerze. Übergeordnete Bild. Gar nichts passiert. Nichts passiert. Im Gegenteil, man ist ja noch ordentlich hoch unterwegs, gefährlich hoch unterwegs, Trendfolger historisch hoch. Also im besten Fall, wie gesagt, auf Seitwärtsrange volatil hoffen, aber man sollte sich auf alles vorbereiten. Wer jetzt schon schwitzt, wie am Anfang in meinem Bild, der sollte unbedingt sein Risiko, sein Portfolio überdenken, vielleicht ein bisschen umstrukturieren. Es ist die größte Gefahr für die Notenbank-Hosse, ist die Notenbank selbst. Und wenn die Notenbanker so warm machen, was sie momentan ankündigen, es kann ja sein, dass man, die haben ja extrem sich in ihrer Wortwahl gewandelt. Kann natürlich in eine andere Richtung auch wieder umschlagen. Wenn das so eintritt, dann ist die Notenbank-Hosse in größter Gefahr. Dann ist die einfach in größter Gefahr, weil es einfach kein billiges Geld mehr ist. Im Gegenteil, man zieht die Liquidität ab, man möchte die Zinsen hochziehen. Also das ist die größte Gefahr, die wir haben. Ob sie das so durchziehen, weiß ich nicht. Aber hier im dann, wenn wir die Notenbank-Hosse so sehen, mit einer roten Quartalskerze, nach sieben grünen Quartalskerzen am Stück, ist hier absolut kein Blutbad zu sehen. Ne? Ein Blutbad ist dort um Gottes Willen nicht, zumindest nicht im großen Chartbild. Im Gegenteil. Dow Jones zeigt man uns auch, ist der Value-Bereich, ne, der hat sich ja besser gehalten, ist hängt ja am übergeordneten Broadening-Top, aber auch hier hat er Probleme gehabt um 61,8er-Retracement und auch da habe ich gesagt, zu häufig haben wir große Bewegungen immer noch mal einen Zwischenschritt gesehen, noch mal Richtung Tiefpunkt gelaufen. Auch diese Bewegung haben wir letztendlich hier bis um 23,6er-Retracement eigentlich auch absolviert. Jetzt müssten die Bullen eigentlich kommen, könnten dann wieder ordentlich zulegen, gerade wenn sie den 34.000er-Bereich halten, könnte man 34.600, dann wieder die 35.050, wo wir zuletzt doch größere Probleme hatten, eine vergangene Woche zweimal genau abgeprallt an diesem Kombi-Widerstand. Dann wäre diese Tür zumindest offen, ne? Oberhalb der 34.000, unterhalb bleiben wir etwas unter Druck Richtung Jahrestief. Und auch hier sollte man nicht durch diese Zone hier durchbrechen, um 33.000. Dann haben wir auch im Dow Jones erste Top-Bildungstendenzen. Hier unten ist noch das große Broadening-Top aus 2018. Wenn wir dort wieder reinfallen mit einer nochmal einer bärischen aktiven Formation, dann ist auch der Value-Bereich ordentlich unter Druck und dann sieht das auch nach einer großen Top-Bildung aus. Also 33.000, Klammern bitte. Am besten auch hier jetzt schon mit einem Doppelboden, den wir ja letztendlich jetzt ausgebildet haben, uns oberhalb bereits stabilisieren. 34.000, 34.600, 35.050 sind da die Cluster, die wir hätten. Unter 33.000 heißt es eher, sich anzuschnallen, dann kann es ungemütlich werden, dann kann es auch mal richtig schnell nach unten gehen. Aber auch hier momentan eben auch der Seitwärtstrend eben noch aktiv. Es ist nicht so viel passiert im großen Bild. Auch hier das große Bild nochmal im Quartalschart. Dotcom-Bubble, Finanzkrise, jede Kerze ein Quartal. Ne? Da ist man, hat man mal rote Quartale auf der Unterseite gesehen, hat sich so ein Bärenmarkt zieht sich hin. Da hat man nicht innerhalb einen Monat durch. Das ist eine Korrektur, ne? Aufgrund zum Beispiel geopolitischer Lage. Ernst wird das eher, wenn es so zäh wird, wenn eben die Geldpolitik umschwenkt und das ist dann eher die größere Gefahr. Politische Börsen haben kurze Beine, das ist häufig der Fall. Es sei denn, es gibt wirklich einen großen Krieg und wir stehen vor einem neuen Kalten Krieg. Also das wäre ein Game Changer, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich möchte hoffen, dass alle Seiten so vernünftig sind, dass man das nicht mehr möchte. Da politische Börsen eher kurze Beine, Geldpolitik
verdammt lange Beine, wenn die sich umstellt. Aber auch hier aktuelle Quartalskerze innerhalb der Vorquartale. Also nicht viel passiert. Wir haben knapp die 33.000, könnt ihr ja auch sehen. Sollte man nicht durchbrechen. Das ist schon der Hochpunkt vom Quartal von vor einem Jahr, 2021, das erste Quartal. Und auch zu gern haben wir einen Tiefpunkt gefunden. Also sollte man hier nicht durchbrechen, dann wäre das hier eben auch, das ist das Broadening-Top, was wir eben gesehen haben, ist hier mit den Quartalskerzen dargestellt. Wenn wir dort durchbrechen, auch der Hinweis, schnell mal Druck da, dann geht es eher hier schon hin, Richtung 30.000. Da hätte man schnell mal 3.000 Punkte auf der Unterseite und dann wären wir auch schon etwas in einer Top-Bildung drin. Aber auch hier, ne, Hosse-Aufwärtstrendkanal, Oberkante entlang gehangelt, ne, Unterkante momentan bei 22.000. Ja, das kann ja auch passieren, dass man mal wieder so Unterkante läuft, dass man hier mal eine Korrektur sieht. Hier ist 61,8er Retracement liegt bei 18.000. Ne. Zeige ich euch so gerne einfach einen Wochenausblick, ne, weil ich auch häufig im Trading schätze, oh Gott, wie kann man so was? Das habe ich ja noch nie gesehen, so ein Rutsch. Übergeordnet ist es eben kein Rutsch. Ne. Übergeordnet, das ja, hat man eine außergewöhnliche Hosse gesehen, extrem ausgedehnt, auch nicht von der Stärke, auch vom zeitlichen Faktor. Und jetzt haben wir mal ein bisschen Schwäche, aber momentan einfach auch noch als Seitwärtstrend. Die Tops sind noch nicht drin. Ne? Jetzt geht es, die Top-Formation zu vermeiden. Sind die Top-Formationen drin? Und das ist beim Dow Jones sieht das ähnlich aus. Beim Nasdaq schauen wir es gleich. Und beim S&P 500, dann haben wir das erste signifikante Eintrübung und das charttechnische Bild ist mittelfristig bärisch weggekippt. Momentan sind wir dort noch nicht. Und wenn das mittelfristig wegkippt, dann kann es eben gut sein, dass man auch mal die Hossa Richtung Hosse Aufwärtstrend testet. Ne? Wenn der Aufwärtstrend, der Hosse Trend, der historischen Hosse bricht, dann ist das langfristige Bild auch drin. Also momentan ist eigentlich alles noch intakt, bloß kurzfristig schwitzen wir etwas. Aber übergeordnet ist nicht viel passiert. Jetzt gehen wir mal am Nasdaq hinein. Der ist ja nun mal der Underperformer im Wachstumsbereich. Wir hatten diesen großen Rutsch gesehen, ja, zum Jahresauftakt. Wir hatten es gesagt, Minimalkonsolidierungsziel wäre hier das 50er Drehzahl mit den 200-Tage-Linien. Dort ist er hingezogen, ja, zweimal dort angekloppt, deutlich zurückgefallen, Minimalkonsolidierungsziel geholt. Auch da habe ich erwartet, wir sehen jetzt nochmal die Jahrestiefs. Wir können nicht hochlaufen. Das ist komplett unlogisch, dass wir jetzt bei so einer großen geldpolitischen Wende hier hochlaufen und dann gleich die V-Erholungen. Gibt es nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Es reicht im Wachstumsbereich. Wir brauchen Umkehrformationen, Doppelboden. Hochgelaufen zum Konsolidierungsziel, runtergelaufen zum Jahrestief. Kann hier der Doppelboden aufgegriffen werden? Die bullische Variante ist natürlich jetzt ja super Doppelboden und die Tür zum Allzeithoch ist offen, also dass wir beim Allzeithoch wieder anklopfen können. Rein charttechnisch gesehen. Super Einladung, ne? Aber jetzt mal nicht nur auf die Charttechnik geschaut, sondern eben auf das Umfeld, geldpolitische Umfeld, ne? Das ja, vor großen Schwierigkeiten stehen wird, wenn eben die Fed, die amerikanische Notenbank, ernst macht und es deutet sich sehr, sehr deutlich an, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass hier das Allzeithoch ruft. Im besten Fall seitwärts hier weiterlaufen, diese SKS-Formation, Schulter-Kopf-Schulter-Formation zerstören, wenn wir jetzt die rechte Schulter immer weiterlaufen. Das wäre doch bullisch. Das müssen wir sehen. Jetzt ist Allzeithoch. Kann nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, Stabilität, diese böse, böse SKS-Formation, große Top-Bildung vermeiden, rauslaufen. Ne? Darum geht es jetzt im bullischen Fall. Also große hier, das weiße Dip, alte Tor, das könnte erstmal einen Haken dran machen. Das ist erstmal vorbei. Es sei denn, die Fed knickt ein, weil es die Inflationsdaten, oh, plötzlich super, und wir machen keine Geldpolitik mehr. Ne? Ja, das können wir das ist momentan Hirngespinst. Momentan können wir nur die Worte nehmen oder die Fakten, die dann kommen. Und das ist eine große, starke geldpolitische Wende. Und deswegen ist der Nasdaq eben auch der deutliche Underperformer. Und er hat auch hier seine SKS-Formation. Wir sollten ja im Februar wollten wir die rechte Schulter ausbilden. Ja, und hat sie letztendlich fertig. Etwas tiefer gestellt als die linke Schulter, etwas kleiner als die rechte Schulter, etwas also von der Zeitkomponente schneller ausgebildet. Deutet an, dass eben der bärische Druck schon etwas größer ist und sie wäre fertig, sie kann aktiviert werden. Ja, ich würde sie hier eher um 13.300, 13.250, ne? Also ist sie eigentlich schon aktiv, aber gibt ja gerne mal so einen Fake-Ausbruch, hochziehen wieder, Stop-Loss holen, ne? Und dann mal Edge-to-Badge. Aber hier um 13.300, 13.200, das ist auch übergeordnet, schauen wir uns gleich an. Da sind wir wieder in den Hosse-Aufwärtstrendkanal drin. Wenn wir dort reinfallen, ähnlich wie beim S&P 500, ähnlich wie beim Dow Jones,
dann wäre die Top-Bildung drin und wir würden mittelfristig, sind wir dann auch eingetrübt, bärisch. Und ja, es wäre der Hinweis, da kommt einiges nach in den nächsten Monaten. Momentan sind die Top-Formationen fertig, aber nicht aktiviert. Ne? Ist die große Frage ist jetzt, werden sie aktiviert oder können die Bullen diese Formation auslaufen lassen? Wie eben schon gesagt, ihr seitwärts einfach zerstören die Formation. Darum geht es jetzt. Also wichtige Zone, 13.300. Sollte man aufpassen, diesen Bereich fallen wir dort durch, ist auch fast eine Gap-Zone, dann kann es einen heftigen Abverkauf geben und diese Formationen wären dann auch aktiv und die haben ja auch ordentlich, ordentlich in die Breite mit fast 3000 Punkten. Da ist Luft auf der Unterseite dann vorhanden und wir hätten eben unsere großen Tops per SKS-Formation aktiv. Können wir uns stabilisieren, hätten wir hier die 14.400 im Blick und die 14.500 mit dem mittleren Bollinger Band, was hier runterkommt, ist immer wieder rangelaufen, immer wieder zurückgefallen. Ne? Letztendlich haben wir Probleme, dort weiterzukommen. Aber jetzt stabilisieren vor dem Jahrestief, dann zumindest hier die 14.400. 14,5, erste Anlaufzone, kommen wir dort rüber, dann wäre die Tür wieder geöffnet. Hier 14.900, 15.000 zu den 200-Tage-Linien. Wäre diese Chance, wäre dann der Abwärtsdruck erstmal wieder etwas herausgenommen. Richtig Aufhellung, ja, okay, 15.000 nehmen, 15.500, dann könnte man sogar vom Allzeithoch träumen. Sind wir doch leider weit entfernt, was wir hier auch sehen. Der GT50 kreuzt schon scharf die 100-Tage-Linien, die alle schon fallen. Sinn, ne? Das ist schon ein Hinweis. Okay, wenn die großen gleitenden Durchschnitte fallen, dann muss man fragen, ist das denn noch ein Aufwärtstrend? Ne? Wenn die großen gleitenden Durchschnitte fallen, auch der EMA 200, der ist kurz davor, hier nach unten wegzukippen und fallend überzugehen. Also, das ist schon der Hinweis, oh, puh, ist das überhaupt noch ein Aufwärtstrend, den wir hier sehen? Auf der GD50 dürfte dann zum Ende des Monats auch die 200-Tage-Linien kreuzen, um mal hier so ein Thema Todeskreuz mit in den Mund zu nehmen. Ja, also große SKS-Formation aktiv, wird sie ak nicht aktiv, um Gottes Willen, ausgebildet, fertig ausgebildet, wird sie aktiviert, dann haben wir die große Top-Bildung, die wird es in der nächsten Woche gelingen, die politischen Börsen treiben, die uns dorthin. Oder können die Bullen hier nochmal seitwärts auslaufen lassen? Wie gesagt, 14,5 der Bereich, erster gute Widerstand, darüber wären wir dann 15.000. Also sind alles ganz, ganz harte Marken, die man wahrscheinlich nicht so einfach nehmen kann. Bereich 14,3 darf man bitte nicht nehmen. Wäre schon unter dem Jahrestief, aber man kann ja hier zum Beispiel auch eine ISGS-Formation anstreben, ne, ist ja auch möglich. Für mich ist einfach diese Marke hier unten an der 14,3 wichtiger, ne, weil die übergeordnet relevant ist. Sollte man nicht brechen, dann wie gesagt, auch hier Top-Bildung dann aktiviert. Schauen wir uns kurz mal im Wochenchart an. Hier ist nämlich nochmal die Hosse. Da kommt von die Hosse, die 2009, die Notenbank über 1000 Punkte. Startete der Nasdaq 100 und hat es dann hochgezogen, fast bis 17.000 hin. Verrückt, hat dann hier den Hosse-Aufwärtstrend-Kanal verlassen und hier um 13.300 bzw. nächste Woche noch 13.200, 250 würde man wieder hineinfallen in diesen Bereich. Wir hatten ja die rechte Schulter thematisiert in den vergangenen Wochen, dass auch die Wochenkerzen einfach nicht gut ausgesehen haben. Die haben angedeutet, da ist einfach der Weg zum Jahrestief ist noch drin. Immer wieder so eine riesenlange Docht in der Wochenkerze stehen gelassen. Gab es zwar intraday mal Zwischenerholung, mal Tage mit Zwischenerholung, aber auf Wochensicht sah die Sache einfach nicht gut aus und dann passt diese rechte Schulter, die ist klein ausgefallen. Wir haben bärische Wochenkerzen drin, tiefer ausgefallen als die linke Schulter. Also, puh. Eigentlich ist es schon eine perfekte SKS, aber vielleicht auch zu perfekt. Ne? Also hier darf man nicht durchfallen, brechen wir hier durch, haben wir hier die große Top-Bildung und wir sind dann hier drinnen wieder im Hosse-Aufwärtstrendkanal. Ist ja gar nicht schlimm, ne? Aber dann wäre durchaus auch die 10.000 Punkte plötzlich wieder ein Thema. Also hier sind wir eigentlich fertig, die Bullen müssen aufgreifen, hochkaufen, am besten Richtung 15.000, dann wird langsam die SKS hässlich. Das müssen sie schaffen. Bleiben wir hier unten, haben wir Probleme, können es gar nicht lösen, dann kann die SKS-Formation vor der Fertigstellung stehen und vor allem ganz schwierig einzuschätzen, aufgrund dieser politischen Börsen, Schlagzeilen getrieben, volatil, ganz, ganz schwer. Nasdaq-Monatschart, auch hier nochmal
die Dotcom-Bubble, die hatte man korrigiert bis kurz unter das 50er-Retracement, ist man also ordentliche Korrektur gab es damals. Damals runter 80% ging es damals noch. Ne, jetzt haben wir nicht mehr 14%, sondern 80%. Das ist ein Bärenmarkt. Hier ist noch nicht viel passiert. Hier ist der Beginn der Notenbankkurse bei 1000 Punkten. Haben dann während der Pandemie haben wir den Hossa-Aufwärtstrend kann auf der Oberseite durchstoßen und haben dann hier Schwäche gesehen, den Keil verlassen. Da war schon ein bisschen die Einladung, dass wir hier runterlaufen können. Und hier runter haben wir eben die Hossa-Trendkanal-Oberkante mit dem mittleren Bollinger Band um knapp 13.300 im nächsten Monat dann, also nächste Woche dann schon, wird es bei 13.500 verlaufen. Also sind wir schon hier oben dabei. Also es braucht Gegenbewegung. Ne? Wenn wir jetzt Klammern Richtung Monatsschluss 13.200, dann starten wir im nächsten Monat unterhalb vom mittleren Bollinger Band und wieder innerhalb vom Aufwärtstrendkanal. Ne? Also urplötzlich stehen wir dann hier drinnen mit der ersten Monatskerze. Mit der ersten Monatskerze und dann ist das vielleicht unsere Spielwiese urplötzlich dann Richtung Herbst. Auch hier, das ist eben die Sache. Hier ist die SKS-Formation, kann man jetzt hier mit den Monatskerzen nur schlecht erkennen, aber das sind eben die möglichen Top-Bildungen, die wir haben, die aktiviert werden können. Und wenn sie aktiviert, dann wären wir urplötzlich wieder hier drinnen im Hossa-Aufwärtstrendkanal. Und das rechnerische Ziel hatte durchaus dann Luft, dass wir dann hier runterschauen können. 11.000, 10.000. Das wäre dann das Ziel, was wir durchaus hätten Richtung Herbst. Das gilt es zu vermeiden. Der Monatswechsel wird schon wichtig werden. Wäre nächste Woche Dienstag, also übernächste Woche Dienstag, wäre dann März der Monatswechsel. Und kommen wir haben mit dem Wechsel, dann kommt die Monatskerze direkt unterhalb vom mittleren Bollinger Band innerhalb des Hossa-Aufwärtstrendkanals. Wären wir entweder im Trendkanal drin und der Trendkanal, der umfasst durchaus schon ein paar Prozente Richtung Herbst. Da wären es nochmal 18% auf der Unterseite. Aber selbst dann, ne, sind wir eben nur im Trendkanal zurück. Das sollte man im übergeordneten Bild bitte nicht vergessen. Ne? Es war eine heftige Bewegung, aber wir sind noch nicht mal im Hossa-Aufwärtstrend angekommen. Wir haben einfach eine gigantische Bewegung gesehen. Mal extrem während der Pandemie beschleunigt, groß profitiert von der Liquiditätsflut, dann natürlich die Sondereffekte während der Pandemie, ne? Dass eben der Online-Geschäft deutlich besser lief, etc. Und da ist eben nicht viel passiert. 13.200, 13.300 ist auch hier diese wichtige Schlüsselmarke. Die Märkte stehen am Abhang und sie dürfen jetzt nicht diesen Schritt zu viel gehen. Sie müssen sich ja stabilisieren und eben diese großen Top-Formationen, die wir haben, müssen sie auslaufen lassen, deaktivieren. Dann ist alles noch gut. Brechen wir durch, haben wir das charttechnische Bild eingetrübt. Und dann glaube ich auch ähnlich wie beim S&P 500, dass man dann hier dann durchaus in den nächsten Monaten eine Schwächetendenz haben. Und dann durchaus tiefer laufen können. 11.000, 10.000 wären dann beim Nasdaq 100 für mich keine Hirngespinste. Selbst dann wäre noch gar nicht viel passiert. Ne? Die Dotcom-Bubble, die hat korrigiert bis zur 50er-Retracement, beziehungsweise knapp darunter. Das wäre mal bei knapp 4.000 Punkte wäre der Nasdaq. Ne? Das, wenn man da die Korrekturen, kann man nicht alles vergleichen, ne? Kann man nicht. Aber einfach mal gegenübergestellt, 50er-Retracement wären 4.000 Punkte. Ja, das ist einfach, das sind noch nicht viel passiert. Also, schau dir den Trendfolge an. Das letzte Mal so böse weggeknickt ist, war es eben zur Dotcom-Bubble. Damals nicht ganz so historisches Niveau, beziehungsweise haben wir diesen historischen Niveau geknackt, haben jetzt einen neuen ausgebildet, aber hier kreuzen schon die gleitenden Durchschnitte scharf. Wie gesagt, da habe ich echt Bauchschmerzen. Das ist mir schon zu steil. Das sieht einfach nicht gut aus. Und brechen wir hier durch 13,2, 13,3, dann sendet der MACD für mich ein großes Warnsignal. Damals hier hat man hier gekreuzt, einen Klammermodus, danach kam ein richtiger Rutsch hinterher. Das ist gefährlich. Es muss jetzt unbedingt Gegenwehr geben. Die dürfen nicht über die Klippe fallen, die Indizes, ob nun S&P 500, Dow noch am besten, aber ebenso vor einer Top-Bildung. Oder im Nasdaq als anderer Performer darf hier nicht durchfallen, wäre der Hinweis. Der Sommer wird vermutlich nicht so einfach für die Aktienmärkte. Hier achten wir noch mal den Nasdaq Jahreschart. Kommt davon, wenn man so spät jetzt noch ganzes Wochenende macht man hier Party und dann möchte man das Video noch machen. Aber hier im Jahreschart auch nochmal die Hosse zu sehen. Wir sind ja innerhalb, hier im Jahreschart, den Trend hier natürlich ganz anders, jetzt sind wir direkt abgebreitet an der Oberkante, nicht reingekommen. Jetzt haben wir hier um knapp 13.000 das Vorjahreshoch aus 20, Vorvorjahres eigentlich 2020. Sollte man auch nicht durchfallen, wäre eigentlich die Tür öffnen, dass man hier runterfallen könnte. Das ist auch der 10.000er-Bereich. Selbst dann wäre es nur
nur der Aufwärtstrend, wo man ankommen würde. Es war schon ein bisschen der Start in das Jahr, dass man direkt abgeprallt in einer Trendlinie, war schon etwas ein Hinweis, das läuft wohl nicht so ganz gut. Aber seit der Notenbankkrise, seit 2009, ging es eben nur grüne Jahreskerzen. Nur grüne Jahreskerzen, mit Ausnahme einmal hier 2018. Hatte ich ja schon mehrfach gesagt, das Taper-Tantrum, als die US-Notenbank probiert hat, die Geldpolitik zu normalisieren, Liquidität entzogen hat, in ganz, ganz kleine Schritte, aber es sorgt dafür, dass es eben die einzige rote Jahreskerze gab innerhalb der Hosse. Jetzt basteln wir hier gerade aktuell die zweite. Warum? Weil eben die Geldpolitik noch deutlich schneller und deutlich stärker straffen möchte als damals 2018. Dann mal gucken, wie das funktionieren kann. Damals hat man gesagt, das klappt ja gar nicht, wir müssen zurück. Damals konnte man aber QE wieder starten, man konnte die Zinsen wieder senken, konnte man, weil man ein leicht deflationäres Umfeld hatte, Entschuldigung, hatte man diesen Notexit. Diesmal haben wir ein stark inflationäres Umfeld. Man kann nicht sagen, ach, schade, die Märkte kommen damit nicht klar. Gut, dass wir Deflation haben, wir müssen die Geldpolitik locker machen. Ja, diesmal hat man Inflation, hohe Inflation. Man kann es nicht einfach umkehren, man muss dann in den sauren Apfel beißen. Also ist der Jahreschart, wir gehen jetzt hinein in den DAX-Quartalschart. Ebenso, hier ist die Dotcom-Bubble, hier ist die Finanzkrise. Da war ordentlich Bewegung drin, ne? 2 Jahre runter, 70%, über 70%. Da hat man gebraucht wieder mehrere Jahre, bis man oben war vor Krisen. Was zieht sich einfach hin? Dann haben wir hier 2009 eben die Notenbankhosse begonnen. Mit 350% ging es nach oben. Und jetzt, ja, jetzt stehen wir eigentlich nur seitwärts. Ne? Wir stehen nur seitwärts. Das ist unser aktuelles Quartal. Das sind die Vorquartale. Seit 4 Quartalen stehen wir seitwärts. So ein kleines Broadening-Topf, leicht erkennbar. Aber es ist eben eine Seitwärtskonsolidierung und ist noch nichts passiert. Darf auch nichts passieren. Das ist die 14,8, ist unsere Seitwärtsspanne. 14,8, 15.000, so 15,6, so 16.030 und dort darüber 16.300. Das ist unsere Seitwärtsspanne. Wir dürfen hier nicht durchfallen, im besten Fall auch nicht zum Quartalsschluss. Das darf nicht passieren. Brechen wir hier durch, geht es über die 14.400 zu 14.000. Kann sogar ganz schnell gehen und geht es noch tiefer, sind wir ganz schnell am mittleren Bollinger Band um 13.300, 13.200. Mal gucken, kommt auf die Zeit dann an. Aber selbst während der Hosse, während der Rekordhosse, haben wir ja immer diese Bewegung gesehen. Immer mal wieder so ein mittleren Bollinger Band, also graue Band ist das mittlere Bollinger Band. Immer wieder runtergelaufen, ne? Aller Regelmäßigkeit. Das haben wir gerade zur Pandemie. Und die lockerste Geldpolitik, die es jemals gab, hat auch der DAX stark profitiert mit vielen grünen Quartalskerzen. Und dann kann es eben gut sein, wenn das jetzt eine Umkehr einsetzt, dass man das mittlere Bollinger Band eben auch mal wieder testet. Ne? So, während der Rekordhose hat es funktioniert, damals lief auch QE noch ordentlich. Er läuft jetzt immer noch, aber steht vor dem Ende. Kann es ja gut sein, dass man das mittlere Bollinger Band dann auch mal wieder sehen kann. Wichtiger Dreh- und Angelpunkt 14.800. Alle Indizes stehen an verdammt wichtigen Schlüsselmarken. 14.800 wäre der Türöffner. 14.000 und darüber sind wir dann ganz schnell im Bereich, den 13.000er Bereich. Und das wäre dann schon eine Chance, wo man sich dann wieder stabilisieren könnte. Der Aufwärtstrend verläuft noch viel tiefer, ne? Dann könnte man sogar Richtung 11.000 fallen. Aber so weit sind wir noch nicht. Momentan einfach die Seitwärtsrange. Ist das jetzt eine Topbildung, die aktiviert wird? Ja oder nein oder seitwärts. Und danach geht es bullisch weiter. Also die Bullen haben ja noch alle Chancen. Sie müssten natürlich über 16.000 sich festsetzen. Dann wäre die Tür Richtung 17.000 offen. Aber momentan sieht es so eher danach aus. Wir müssen mal gucken, ob wir die 14.8 halten können. Falls nicht, hätten wir hier die erste signifikante Eintrübung in analog zu den US-Indizes und deutet sich an, dass in die nächsten Quartale, das kann das ein Quartal sein und das kann ein Quartal sein, sind wir im Herbst und haben dann ordentliche Abgaben gesehen. Also hier auch 14,8, die neutrale Seitwärtsrange haben wir hier komplett durchlaufen. Also innerhalb der Quartalskerze haben wir im ersten Monat des Quartals schon durchlaufen. Es gilt, die Unterseite zu verteidigen. Hier auch nochmal hineingezoomt, ne? Das ist auch nochmal seit den 1990er Jahren, haben wir hier die Dotcom-Bubble, die man stark korrigiert hat, über 70%. Dann hier die Finanzkrise, über 55% ging es nach unten, aber innerhalb hat man eben so einen steigenden Keil ausgebildet und nur während der Pandemie einmal auf der Unterseite verletzt am wichtigen Schlüssel, übergeordneten Schlüssel Support 8100 uns aufgefangen, hochgezogen, Fehlausbruch und dann sind wir eben auch hier rüber ausgebrochen aus dem Keil. Aber und das ja, da haben Bullen und Bären haben da einfach was zu sagen, rausgebrochen.
vor ziemlich genau einem Jahr, und seit einem Jahr sind wir in der Seitwärtsrange. Und da kann man das, die Bären werden sagen, ja, seit einem Jahr in der Seitwärtsrange, die beste Zeit nicht genutzt, wo die US-Indizes Allzeithoch um Allzeithoch geholt haben, die Geldpolitik locker war und ewig locker bleiben sollte. Das ist ein Mantra hieß, ja, also im nächsten Jahr gibt es keine Zinserhöhung, hat es der DAX nicht geschafft, sich zu lösen. Von diesem Ausbruch, das ist ja eigentlich ein Ausbruchniveau hier, was man durchbricht durch den über 20-jährigen Keil. Ausbruch, aufkaufen, nach oben, to the moon, hat der DAX nicht gemacht. Ne? Er blieb zurück, hat hier seitwärts konsolidiert, hat diesen Bereich verteidigt, aber hat sich nicht absetzen können. Und jetzt die US-Indizes unter Druck und die Geldpolitik wird anscheinend umgekehrt. Jetzt muss der Ausbruch nachhaltig gelingen. Puh, mal sehen. Also das Umfeld ist nicht besser geworden. Momentan rein charttechnisch gesehen, oberhalb der 14.8 ist das Jahr. Ist die 17.000 auf Jahressicht auf alle Fälle das logische Ziel. Ja, jetzt mal bis auch zwischen den nicht nur rein charttechnisch betrachtet, eben das Umfeld und das Umfeld betrachtet, schwierig. Und wenn man betrachtet, dass man eben das letzte Jahr komplett verpennt hat, im viel besseren Umfeld, ist, muss man sagen, böser, böser Klammermodus, liebe Bullen, jetzt haltet es. Ansonsten kippen wir hier wieder rein, kippen wir hinein in diesen starke als ja, fast 22-jährige Keilformation, die Unterkante verläuft es bei knapp 10.500, ist da viel möglich innerhalb dieser Keilformation. Ne? Wir hätten hier die 14.000, wie gesagt, da kann man runterfallen, reinlaufen als erstes Ziel, aber komme dort nicht zurück, wieder über die 15.000, dann kommt eine zweite Welle. Die zweite Welle sind wir ganz tief in den 13.000er Bereich und dann sind wir in der Mitte von dieser Keilformation. Okay, da kann alles vorbei sein, kann man großen Boden probieren. Falls nicht, dann ist hier auf der Unterseite Richtung 10.000 auch noch was offen. Also die 14.8 entscheidet hier verdammt viel. Hier muss man sich hochkaufen. Dann ist alles möglich. Ne? Dann ist 17.500 auf Jahressicht möglich. Ne? Wenn die 14.8 hält, ich weiß nicht, wie die Impulse kommen sollen. Das Umfeld passt mir aktuell nicht. Und dass man eben 10 Monate verpennt oder 11 Monate mittlerweile in der Seitwärtsrange ein super Umfeld, hat man nicht genutzt. Also, aber Oberseite 14.8, alles in Ordnung. Ne? Dann können die Bullen hier noch komplett schalten und walten, wie sie wollen. Aber wehe, man fällt durch. Dann hatten dann auch die US-Indizes ihre Top-Bildung komplett und eben der DAX auch. Und der wieder in seiner großen 22-jährigen Keilformation. Also es sind wirklich entscheidende Tage, die wir jetzt haben. Und vor allem sind die ganzen Top-Formationen fertig. Jetzt habe ich hier noch die Pivotpunkte für Februar. Ach, gut zu sehen. Ne? Letztendlich unter Pivotpunkt und S1 pendeln wir hin und her. Und das passt auch zu... Finde ich immer interessant, wenn die auch so in charttechnischen Marken gut passen. Also hier die 15.600 ist ja charttechnisch eine ganz wichtige Marke. Und das waren eigentlich konnte man hier gute Swings setzen. Ne? Schlüsselsupport oder eben Richtung 15.6 die Bewegung. Dort bewegten wir uns letztendlich in diesem Monat auch mal auf Jahressicht nochmal hochgezoomt. Ist ja auch interessant. Die Pivotpunkte auf Jahressicht. Ja. Verteidigen wir letztendlich im Bereich 15.000. Ne? Das Jahresziel, das erste, 17.000 wäre dann durchaus denkbar. Abbrechen wir durch, ist das erste Ziel auch bei den Pivotpunkten, die 14.000. Dann wäre das unsere erste schnelle Bewegung, die wir hätten. Momentan klammern wir ziemlich am Jahrespivotpunkt, der bei 15.162 verläuft. Muss man diese nicht wirklich auf Punkt genau, muss man diese sehen, diese Zone, gerade wenn es auf Jahrespivotpunkte sind, ist dann eher eine große Zone bei. Also ich auf Tagessicht, die Pivotpunkte kann man durchaus schon punktgenau sehen, aber auf Jahressicht muss man das ein bisschen allgemeiner fassen. Aber passt eben gut, ne? Verteidigen wir 15.000, 17.000 möglich, unterhalb 14.000 hat man die erste signifikante Eintrübung. Wir gehen mal weiter in den Monatschart hinein. Und da ist die Seitwärtsrange letztendlich auch zu erkennen. Hier ist nochmal die Keiloberkante zu sehen, wie wir entlang hangeln. Jetzt hier seit April, mit der April-Monatskarte 2021, nur seitwärts. Aber auffällt, dass man das Problem hat, jetzt im Monat wieder über die Mitte zu kommen. Die Mitte dieser Seitwärtsrange bei 15.600 sind wir immer abgeprallt. Es muss hier die 14.8 halten, hält sie nicht. Mittleres Bollinger Band 14.440 wäre vermutlich ein ganz schnelles Ziel. Da kann sie mit einem Wisch hingehen. Da minimale Zwischenstufe möglich. Das nächstgrößere Ziel wäre letztendlich die 14.000. Das würde passieren, wenn wir eben die 14.8 hergeben. Sei einfach auch genannt, ne? 14.440, erste Zone, darunter 14.000. Halten wir die Spanne, wäre die Range 15.600 weiterhin aktiv. Ne? Das ist die Mittelzone für die Seitwärtsrange. Darüber wäre wieder der Türöffner Richtung 16.000 möglich.
DAX-Wochenchart letztendlich das gleiche Bild, die Seitwärtsrange steht, die Kerze nur eine Woche. Wir hatten es ja nun thematisiert vor 2 Wochen. Da sind einfach der Test der Schlüssel-Support-Zone vom Faktor Zeit mal wieder fällig wäre. Ne? Immer wieder getestet, regelmäßig und dort dann stark aufgekauft. Ne? Richtig lange Lunte stehen gelassen, hochgekauft und am besten direkt wieder Richtung Allzeithoch laufen. Ja, wir hatten es vor dem Wochenauftakt die Bewegung gesehen. Hochgekauft, richtig hochgepusht, fast wieder hier zum wichtigen Widerstand an der 15,6. Nicht ganz angekommen, immer die letzten Hochpunkte alle niedriger ausgefallen. Ne? Und dann die Wochenkerze verhunzt. Also die erste richtige Wochenkerze, die am Schlüsselsupport keine ordentliche Gegenwehr zeigt, sondern eine schwache. Das ist natürlich alles politisch geprägt, da gab es wieder Schlagzeilen. Ne? Aber das ist rein charttechnisch gesehen, Seitwärtsrange, können uns nicht absetzen, haben Probleme jetzt wieder in die obere Hälfte, Seitwärtsrange schon laufen, ist dreimal, viermal hintereinander abgeprallt an der 15,6, viermal hintereinander abgeprallt, 4 Wochen lang. Und haben jetzt nach Test der Schlüssel-Support-Zone eine schwache Wochenkerze gesehen. Also, boah, das sieht wirklich ziemlich fragil aus. Wir brauchen jetzt Biden und Putin, die kuscheln in der Ecke liegen. Ne? Das brauchen wir jetzt. Ein paar Friedenstauben, die würden dann dafür sorgen, dass wir mal einen Short-Squeeze sehen in diesem negativen Umfeld. Aber eine negative Schlagzeile verkraften wir letztendlich nicht mehr. Also man kommt nicht aus der Seitwärtsrange weg. Wir haben jetzt die erste schwache Wochenkerze gesehen am Schlüsselsupport. Es bleibt schwierig. Wir haben ja die 15.145 wäre erste Zone, wo man vielleicht ein bisschen im bullischen Bereich oder im bärischen Bereich pendeln können. Wir haben letztendlich immer politisch komplett abhängig und sehr volatil. Deswegen sind ja die einzelnen Cluster schwer zu sagen. Manchmal schwanken wir gleich hunderte Punkte. Aber 145 wäre so eine erste Zone, da hätten wir die Spanne 220 und im weiteren Verlauf hier die 15.330, diesen Abwärtstrend. Wäre der erste bullische Cluster oberhalb der 15.145, 220 Richtung 330. Darüber öffnet sich die Tür wieder 425 zur 540 und eben hier Schlüsselwiderstand, beziehungsweise Kombi-Widerstand, Schlüsselmarke ist nicht unbedingt, aber Kombi-Widerstand an der 15,6, kommen wir dort rüber. Hier wird an der 15,6 letztendlich diese Seitwärtsrange, die wir haben, in die Mitte geteilt. Das wäre Türöffner 15,8 zu 16.000. Da brauchen wir echt viel, viel Liebe zwischen Russland und den USA oder allgemein der NATO. Und vor allen Dingen bräuchten wir eine geldpolitischen Schwenk der Tauben, dass man wieder etwas sagt, ach, ja, vielleicht trafft man nicht so doll. Momentan ist einfach das Umfeld richtig mies, einfach nicht passend. Ne? Okay, Sentiment sagt man ja natürlich auch, ne? Das bietet sich ein Short-Squeeze an, aber es ist ein ernstes Umfeld. Ne? Das ist ein Umfeld, das politisch kurze Beine von mir aus, aber hier muss es trotzdem eine Lösung geben, aber geldpolitisch, ne? da muss erstmal ein Umschwenk, das ist hartnäckig. Ne? Dass man dort wieder von der sehr straffenden Politik zurückkommen möchte, das zieht sich wahrscheinlich hin. Aber 15.145 Richtung 330, erste Range, darüber Tür öffnen Richtung 15.600 mit den genannten Zwischenmarken auf tradingportal.net auch nachzulesen. Unterhalb der 145 hat man die 15.060 und 14.980 als ersten bärischen Cluster brechen wir dort durch. Also wie gesagt, der Wochenend-Future, der tänzelt sowieso schon hin und her zwischen den Schlagzeilen. Darunter ist leichter Schlüssel-Support unter Druck 860, 14.815. Ja, das ist die Marke, die wir jetzt seit einem Jahr wieder aufgekauft haben, dynamisch aufgekauft haben. Außer vergangene Woche war nicht dynamisch aufgekauft. Ne? Nochmal hinfallen, da muss es wirklich Gegenwehr geben. Normalerweise ging es immer gleich deutlich nach oben. Jetzt hier hängen, es wird ernst. Falls wir durchbrechen, hat man 57 als Zone, da hat man hier noch eine Gaps-Zone, sieht man im Tagesschart besser, aber letztendlich geht die Tür auf Richtung 57, Richtung 14.600. Darunter kommt dann auch schon hier von der 460 der EMA 100 hochgelaufen, passend zum mittleren Bollinger Band im Monatschart. Also letztendlich 14.8 brechen, sind wir ziemlich schnell, 14.4, 14.5 in dieser Zone. Dort müssen wir zwischen konsolidieren, ansonsten geht es direkt weiter Richtung 14.000. Hier kann Dynamik drin sein, wenn wir durchbrechen, hier nachhaltig. Ja, das ist ein bisschen der Wochenchart. Seitwärts
Seitwärts- und Schwächetendenzen, die wir hier leider sehen, hinein in den Tagesschart, auch hier nochmal zu sehen. Normalerweise immer runtergefallen, nochmal Doppelboden gebildet und dann hochgezogen, aber hier auch Schwäche gesehen. Um 15.000 rutschen wir durch, sind wir an weiter mühend am Schlüsselsupport, sollte man nicht hergeben. Oberhalb kann man stückchenweise hochlaufen Richtung 15.3, darüber Türöffner Richtung 15.400, 370 EMA 200 und Abwärtstrend wären diese Zone zu nennen. Aber letztendlich muss man über die 15,6 und den Abwärtsdruck herauszunehmen, wo wirklich viele Widerstände verlaufen. Wir haben zuletzt immer diese Bewegung in den letzten 4 Wochen immer wieder abgebreitet. Ne? Hier einmal durchgestoßen, abgebreitet, dann hier durchgestoßen, letzte Woche gar nicht mehr reingekommen. Und ich habe es ja eingezeichnet, die Hochpunkte fallend. Man hat diesen einfach nicht mehr herausnehmen können. Die letzten Tests der übergeordneten Widerstände, der Kombi-Widerstandszone, sondern dreimal hochgelaufen, dreimal tieferes Hoch ausgebildet und deutlich abgebreitet. Immer wieder deutlich hier knapp 5% nach unten gerauscht. Nun klebt man wieder am Schlüsselsupport. Dieser muss letztendlich halten. Also hier 370, 400 darüber. Auffällung 15,6. Ansonsten bleibt die Sache doch äußerst fragil. Jetzt zoomen wir nochmal kurz heran. Jetzt eigentlich die einzelnen Cluster, aber der Start kann morgen schon wieder ganz anders sein, weil jetzt auch noch Gespräche geben soll zwischen Putin und Macron. Also das ist politische Börsen. Ne? Da ist man manchmal auch lieber auf der Zuschauertribüne dabei. Ja, die 15.060 würde ich morgen, wenn man dem wirklich jetzt so neutral reinkommt, als ersten Widerstand oder Support sehen. Darüber hätte man die Spanne 115, 145, erster Cluster. Darüber wieder an der 15.2 kommen wir über die 15.2 rüber. Sind wir, wie gesagt, 15.300. Das mittlere Bonninger Band läuft hier runter. Ne? Immer wieder angelaufen, kurz rüber geschaut, abgebreitet. Das mittlere Bonninger Band hat man schon Probleme durchzukommen. Wäre das die Zone, die wir hätten, darüber wäre entweder der EMA 200 mit auch dem Monatspivotpunkt hier zu nennen. Also 15.060, 115, 145 wäre dann der erste Cluster, darüber 200 und wenn wir darüber kommen, eben auch das mittlere Bollinger Band wäre vermutlich arg viel, da müsste es wieder ein passendes Schlagzeichen geben. Aber mittlere Bollinger Band an 15.300 wäre die erste wirklich wichtige Widerstandszone für den DAX. Und unterhalb der 15.060, wie gesagt, schon eher 14.980 und darüber untere Bollinger Band an der 29, nur mal hoffen auf den Doppelboden. Aber wenn der nicht hält, ist schon der rote Pfeil zu sehen. Schlüsselsupport an der 14.000, nicht 15, 14.860, 815 brechen wir da durch. Ne? 57 erste Markt, hätten wir hier um 690, hätten dann noch eine Gap-Zone. Dann geht es nach unten weiter. Also dieser Zone muss hier verteidigt werden. Mal gucken, was die Future heute noch machen, wie wir morgen reinkommen. Wie gesagt, es gibt politische Gespräche. Wir sind höchst politisch. Man sollte auf die großen Marken schauen. Ne? Die Wall Street hat nun große Marken, große Unterstützung vor der Nase. Die müssen letztendlich verteidigt werden. Und danach kann man dann schauen, welchen übergeordneten Cluster wir suchen. Oberhalb der 14,8 letztendlich 15,6 aktiv beim DAX mit guter Zwischenzone an der 15.300. Unterhalb wird es ernst. Nun gut, das soll es gewesen sein für den kurzen Ausblick. Ach, doch lang geworden, der Wochenausblick. Dabei habe ich dann die Shortbilder durchgeschaut. Wir gehen hinein und machen noch unser Gewinnspiel. Ziehen das noch durch. Mal gucken, wer gewonnen hat. Ich lasse das Rad drehen. Und der Sieger ist SK. SK hat gewonnen. Ja, schreib mich am besten einfach an. Am besten über tradingportal.net, über den Trading-Chat. Und da kann ich dich sofort freischalten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das war der Wochenausblick gewesen. Dann diesmal etwas später. Aber ich habe auch mal etwas Ferien gemacht. Und daher nur den kurzen Überblick über die Shortbilder. Es ist wichtig. Es ist spannend. Wir stehen an der Klippe. Passend der DAX, passend der S&P 500, passend der Nasdaq. Die Umkehrformationen sind fertig. Sie könnten für eine übergeordnete Top-Formation genutzt werden, um das charttechnische Bild bis in den Herbst hinein einzutrüben. Was dort passiert, könnten wir dann sehen. Aber jetzt stehen wir wirklich an einer Richtungsentscheidung, einer mittelfristigen. Und mal sehen, ob es die politischen Börsen sind, die es verhauen. Oder ob sich die Bullen doch nochmal berappeln können, weil jetzt doch nochmal Frieden aufkommt etc. Oder irgendein Positiver, ich weiß es nicht. Aber die Bullen müssen diese Umkehrformation jetzt auslaufen lassen, müssen sie deaktivieren. Dann ist noch alles drin. Falls nicht, wird es ernst und die nächsten Monate werden schwierig. Euch noch einen angenehmen,
kurzen Sonntag. Ansonsten sehen wir uns dann gerne morgen auf tradingportal.net im Tradingchat. Wie gesagt, die Wall Street hat geschlossen, aber selbst in den Future dürfte ordentlich Bewegung vorhanden sein. Macht's gut und ciao.